Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen brandgefährlichen Folge Resident Evil 3 Remake. Ja, wir machen jetzt weiter hier in dieser Stadt. Wir sollen zur U-Bahn gelangen, wo Carlos und die anderen auf uns warten. Und letzte Folge hatten wir einen Bosskampf gegen den guten Herrn Nemesis, ja. So, und jetzt schauen wir uns erstmal hier noch ein klein wenig um. In der Region so ein bisschen. So. Okay. Und wir können auf jeden Fall hier durch die Gasse durch. Okay, hier ist ein Schloss. Brauche ich an dem Schloss vielleicht den Dietrich wieder? Oder vielleicht was komplett Neues? Das kann ja auch sein. Okay, wir gehen erstmal in den Gunshop rein. Grünes Kraut. Was ist das? Halbautomatischer Laufflinte. Okay, das kann ich wohl auf meine Flinte vielleicht packen. Oder auf eine andere, denke ich eher eigentlich. Nein, auf meine drauf. Okay. Sehr gut. Ich muss sagen, ich dachte gerade zuerst, vielleicht wird es so jetzt, hier gibt es noch eine andere Schrotflinte und die kann man zusammenbauen oder so. Hätte auch sein können. Halt! Miss Jill! Kendo, dir geht's gut. Ja, gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Ich glaube, seine Tochter ist infiziert. Oder Frau oder so. Wenn du zur Station bist, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Irgendwie kommt mir nämlich dieser Abschnitt gerade ein bisschen bekannt vor. Daddy. Okay, ein gutes Mädchen. Okay, oder habe ich damit doch den zweiten Teil gespielt? Fragt mich nicht warum, aber irgendwie, irgendwoher kannte ich gerade diesen Abschnitt. Das kommt mir nämlich gerade sehr, sehr bekannt vor. Okay, gut. Wir müssen erstmal was einbunkern. Wir müssen mal kurz speichern auch nochmal hier. So. Hoi. Waffenladen. Innenstadt. Okay. Ja, ich würde sagen, einfach mal hier diese drei Schuss tun wir verstauen. Ja. Das kommt mal hier hin. Ich denke mal, den Schlüssel brauchen wir danach vielleicht nicht nochmal. Ja. Dann hätten wir wieder zwei Plätze. Gut. Hier rein. Mal sehen, vielleicht ist der Schlüssel ja jetzt sogar nach dem Aufschließen weg. Aus dem Inventar einfach, oder? Gucken wir mal. Ah, okay. Wenn das so ein Mülleimer-Symbol ist, dann brauchen wir das Objekt nicht mehr. Dann können wir das wegschmeißen. Ah, und das gleiche Symbol haben wir auch bei dem Schrauben. Ach, schon wieder Schraubenschlüssel, will ich schon wieder sagen. Der Bolzenschneider. Ja, wir können sie einfach trotzdem einlagern, ja? Ja, kann man ja trotzdem einlagern. Die Truhe hat ja laut meines Wissens unendlich Platz. So. Gut. Machen wir weiter. Okay. Oh nein, so einer. Bei denen. Was? Wo kommt denn der her? Nein, ist es der. Nein, okay. Ich dachte gerade, das wäre der Mann. Von eben noch.
Ja, und das Vieh dort hinten, ich weiß leider immer noch nicht richtig, wie man den ausschaltet. Ich weiß auf jeden Fall, was seine Schwachstelle ist, dieses komische Orangen, aber ich hab's irgendwie noch nicht richtig hingekriegt, die zu besiegen. Deswegen, wir nehmen jetzt einfach mal das Ding dafür, so. Gut. Und weiter. Gut. Oh nein, noch einer. Das Orangene muss ich auf jeden Fall treffen. Okay, mit der Schrotflinte geht das auf jeden Fall besser. Damals hatten wir das mit der Pistole gemacht. Da ging das irgendwie so gut wie überhaupt nicht. Oder ich war damals einfach noch ein bisschen dumm. Das kann auch gut sein. So. Okay. Da ist nichts Nützliches. Nein, hier brauchen wir das eine Teil wieder. Ich möchte das aber jetzt nicht hier so zurücklassen. Okay, lass uns nochmal einen kleinen Ausflug machen. Na super. Aua. So. Gut. Ganz kurz nochmal hier hinter. Ja, sogar ein rotes Kraut jetzt nochmal hier. Das haben wir anscheinend übersehen. So. Gut, hier haben wir noch ein grünes Kraut. Das können wir einmal direkt auch kombinieren damit. Und verstauen wieder. So, sehr gut. So. Halt! Halt, 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 halt. Jetzt habe ich fast das vergessen, weswegen wir hier nochmal zurück sind. So, Dietrich, hier haben wir ihn. Den brauchen wir nämlich dafür. Und irgendwie habe ich langsam so das Gefühl, ich glaube, den Dietrich sollte ich eigentlich fast immer mit dabei haben. Aber manchen Stellen wäre das echt gut, wenn ich den eigentlich immer mit mir mitschleppen würde, so. Aber das Ding ist halt Platz. Ja. Platz ist nur begrenzt von uns. So. Wunderbar. Okay. Explosive Granaten. Ich sehe gerade, der Dietrich hat immer noch nicht seinen Zweck komplett erfüllt. Vielleicht sollten wir den jetzt einfach mal mitnehmen noch. Oder? Das Ding ist halt, ich kann jetzt gerade nichts weiteres mehr mitnehmen. Oh nein. Nein! Der hat einen Raketenwerfer. Er hat einen Raketenwerfer. Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Der hat einen Raketenwerfer. Der Kollege. Der dreht völlig am Rad. Der dreht völlig am Rad. Ich hätte eher, glaube ich, ein bisschen mehr Heilung einpacken sollen. Oh mein Gott, und das war ein guter Ausweicher von mir. Hey, den Zaun kenne ich doch hier. Sind wir schon mal gewesen? Jill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ja, das dachten wir auch. Oh. War das Ding nach? Aua. Aua. Oh, wir fliegen. Oh, wir müssen wieder aufstehen.
sind wir hier? Okay, hier ist eine Kiste. Aus der Hilfespray. Ja, ich glaube, das kann ich gebrauchen. So, wie sieht es von der Gesundheit her aus? Noch Warnung steht bis jetzt noch da. Okay, wir werden wahrscheinlich gleich uns eh heilen müssen. Ich werde mal noch kurz warten. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay, vertrau mir. Ja, und der Weg hier ist versperrt. Ich kann die Leiter dort hinten nicht einfach runternehmen. Natürlich muss ich erst eine große Runde nehmen. Alter, hat hier sogar noch den ganzen Bereich abgebrannt. Ich glaube, das ist eine Falle. Der wird wahrscheinlich mich hier vorne irgendwo erwarten. Hier sind nämlich irgendwie alle Wege abgeschnitten. Das ist verrückt. Ich schrei gleich. Mir rollt ein Kopf hinterher. Mir rollt ein Kopf hinterher. Kein echter, sondern ein runter von einer Figur. Okay, mein Gefühl sagt mir, zu diesem Bereich hier kommen wir bestimmt nicht noch einmal zurück. Während des Spielverlaufes. Sagt mir irgendwie mein Gefühl. Oh, oh, oh. Nein, der Verrückte. Okay, jetzt ist Heilung angesagt. So, einmal an ihm vorbei. Halt, da ist was. Schnell, nimm das noch mit. Und jetzt weg hier. Geh doch weg hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, danke, Carlos. Ich dachte gerade, da steht ein Zombie. Ich wollte schon einen Granatwerfer nehmen und draufheuern. Hey, alles klar? Los, los! Komm, vergiss ihn einfach! Nichts mehr raus hier. Okay, ich muss die Heilung benutzen. Gut. Los, Carlos. Wir müssen weiter. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Oh Mann, Carlos. Du bleibst also hier. Okay. Gut, hier sind die anderen. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig.
Viel Glück. Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Von meinem Zug, Dreckskerl! Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Okay, Leute. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen, hier bei dieser Polizeistation. Das war's an der Stelle erstmal mit dem Video. Euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein und tschüssi.